So, und dann schauen wir mal. Fahrzeuge, Seemotte, die braucht einiges, aber es ist gar nicht mal so unmachbar. Aber ich muss mir das jetzt aufschreiben, das merke ich mir nicht. Also wir brauchen wieder Titanbarren. Wir brauchen eine Energiezelle. Wir brauchen zweimal Glas, Schmierstoff und Blei. Das sollte ja sogar recht machbar sein. Cool. Ich glaube, die packe ich mal lieber wieder ein. Kann ich die wieder einpacken eigentlich? Oder bleibt die da jetzt? Da bei ihm einpacken. Einpacken. Nicht, dass die jetzt wegschwimmt. Ich glaube, das Problem hatte ich schon mal. Und ja, dann muss man den ganzen Spaß wieder machen. Die bleibt eigentlich dort, okay. Egal, ich nehme sie lieber mit. Sicher ist sicher. So, wir haben jetzt auch wieder einen neues vom Kommunikator, aber ich würde erst gern die Seemotte tatsächlich bauen. Die hätte ich echt gern. Okay. Pam, Schrank voll. Okay, wir brauchen Titanbarren. Haben wir hier wieder 10 Titan? Hier haben wir überhaupt keinen Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 4 Titan brauchen wir noch. Blei haben wir auf jeden Fall. Eine Energiezelle brauchen wir. Das Spiel sollte Säureberg enthalten sein. Drossel, ja, vielleicht. Säurepilze. Er würde sich ja wahrscheinlich wohlfühlen. Säurepilze haben wir hier. Brauchen wir 3-mal Batterien. Zweimal. Ja, mit Mods, da warst du eben nicht dabei, hatte ich zwischendurch einmal das Problem, dass mir das Spiel eben abgestürzt ist. Wegen den Autosave-Mods. Deswegen bin ich gerade wieder so ein bisschen anti, was Mods angeht. Ja, Kupfer können wir auch erstmal hier reinschmeißen. So, also Kupfer. Glas. Ich glaube, Quarz brauche ich auch nochmal. Quarz hatte ich doch mal gesammelt. Da haben wir 3-mal Quarz. Reicht das für 2 Glas? Braucht man bestimmt mehr, oder? Ja, natürlich. Haben wir hier noch Quarz drin? Sieht mir nicht danach aus. Also brauche ich auch noch einen Quarz. Schmierstoff können wir schon mal herstellen. Und dann haben wir es auch. Okay. Ja, kannst du ja einfach mal... Obwohl, wenn du es jetzt in den Chat haust, sehe ich sie nachher eh nicht, die Mod. Weil der Chat dann wieder weiter ist. Vielleicht nach dem Stream einfach in den Chat schreiben. So. Spart man sich die Zettelwirtschaft, okay? Ja, wenn das geht, das wäre klasse. So, was brauchen wir jetzt? 4 Titan, einen Säurepilz und ein Quarz brauchen wir. Und Salz. Salz. Unbedingt Salz oder Blasenfische. Wobei Salz wäre mir eigentlich tatsächlich lieber. Da wäre schon mal das Quarz. Säurepilz und Titan. Das kriegen wir eigentlich sehr gut auch im Anfangsgebiet. Ich weiß gar nicht, ob hier auch Pilze wachsen. Titan. Und da ist nochmal Titan. Perfekt. Da ist oben ein Viech. Da ist nochmal Titan. Okay. Danke für den Link. Ah, sehr gut. Ach, ich hab gerade gewundert, warum das hier in meinem Chatbot so seltsam aussieht. Das ist das für Flüstern. Alles klar, super, danke. Salz. Aber Titan brauchen wir noch ein bisschen mehr jetzt. Basisbau braucht ja genauso Titan. Salz.
Salz, Salz. Davon müssen wir noch genug haben. Ich möchte noch einmal durchschwimmen. Das war so lustig. Ach ja, stimmt. Ist bei mir auch blockiert, die Möglichkeit mit den Links. Stimmt, das hätte gar nicht funktioniert. Ja, wir wollen da keine Suppe draus machen, außer das ist einfach nur Trinkwasser. Aus Salz macht man Chlorbleiche und aus Chlorbleiche macht man Trinkwasser. Das klingt jetzt alles nicht so gesund. So. Richtung Südwesten, Westen war das, ja. Ja, wunderbar, das ging ja relativ fix. Dann haben wir die Seemotte schon. Cool. Ich glaube, die Seemotte hatte ich noch nie im Spiel. So weit habe ich es dann tatsächlich noch nicht geschafft. Du bist aber tief. Also eigentlich? Irgendwie wundert mich das gerade, ihn da zu sehen. Dann brauchen wir den Segleiter vielleicht auch gar nicht mehr. So. Dann nehmen wir uns mal wieder raus. Einmal das hier. Dann können wir eben einmal trinken machen. Chlorbleiche. Chlorbleiche. Noch mehr Chlorbleiche. Noch mehr. Gut. Daraus dann Wasser. Es ist gerade Nacht. Perfekt. Idealer Zeitpunkt zum Craften. Oder auch nicht. Ah doch, jetzt lädt er wieder auf. Okay. Dann Titan. Titan. Ah, das ist cool. Werde ich auf jeden Fall dann mal schauen. Innerhalb der nächsten Woche, dass wir es dann für nächste Woche am Start haben. Okay, Titanbarren haben wir. Dann die Energiezelle. Dafür brauche ich Kupfer. Beziehungsweise, wie viele Batterien hatte ich denn jetzt schon gemacht? Auf der anderen Seite brauche ich das Kupfer, glaube ich, gerade auch für nichts anderes. Das heißt, ich kann hier auch eben einmal Batterien machen. Ohne Ende. Braucht man ja eh ständig. Wobei jetzt vielleicht weniger. Ich mache jetzt eine Energiezelle. Zack, Energiezelle haben wir. Dann das zweite Mal Glas. Brauche ich noch hier das eine Quarz im Schrank. Da ist Quarz. Nochmal Glas. Und dann brauchen wir noch das zweite Glas. Blei und den Schmierstoff. Und dann müssten wir jetzt tatsächlich alles haben. Die mobile Fahrzeugstation brauche ich noch. Und dann kann ich die jetzt ja auch dann oben lassen. Dann fahren wir jetzt... Ah, das funktioniert nicht. Okay, schade. Ich dachte, wir können uns... Guten Abend, Mo. Ich dachte, wir könnten jetzt mit der Fahrzeugstation hochfahren. Schade. Geht leider nicht. Müssen wir warten, bis er kommt. Zack. Und dann die Seemotte. Gibt's sogar ein Achievement? Ja, dann hatte sie tatsächlich noch nicht. Ist er noch so instabil? Ja. Okay, cool. Dann gucken wir doch mal, wo die Seemotte jetzt hin ist. Oder ist die oben? Da. Ist sie nicht schön? Schön, okay. Wir haben Außentemperatur von 28 Grad oder Innentemperatur, egal. 100% Heile und 100 Energie. Die Frage ist, womit füllt man hier die Energie auf? Braucht die Batterien oder Energiezellen? Wahrscheinlich Energiezellen, oder? Oh, man hat Licht. Ist das ein Traum? Ah, schön. Energiezellen, okay.
So, jetzt habe ich immer noch keine MG-Geschütze. So, bam, bam, bam. Geht nicht. Ich glaube, das gibt es ja auch nicht im Spiel. So, aussteigen. Sehr gut. Ach, schön. Da haben wir doch echt jetzt mal einen Meilenstein erreicht. This is Officer Keane in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA. Okay. Wir haben also unseren Rettungspunkt. 649 Meter entfernt. Das Ding ist, wir haben gerade mal wieder nichts zu essen parat. Doch. Perfekt. Das heißt, wir können ja auch gleich mal so einen Fisch essen. Dann nochmal trinken. Wir haben genug für unterwegs. Dann würde ich sagen, benutzen wir unsere Seemotte doch und fahren dann mal zu dem Treffpunkt. Auf geht's. Ich hoffe, energiemäßig reicht es. Ich habe ja jetzt keine Energiezelle mitgenommen. Hätte man vielleicht nochmal tun sollen. Stimmt, es ist nicht die richtige Richtung. 900 Meter. Yay. Da muss irgendwo ein Beacon-Ding sein. Bei den Rettungskapseln. Sagt China. Habe ich das übersehen? Ich glaube, das würde ich tatsächlich erstmal gerne machen. Da sind Bilder. Zur Karte. Gut, ich fahre jetzt ja direkt auf den Wrack zu. Da kann ich gerne nochmal reingucken. Das ist eines der ersten Rezepte, die man finden kann. Okay. So, das ist das Wrack. Rettungskapsel, da muss ich hin, genau. Dann fahre ich da mal hin und ansonsten müssen wir da hinten nochmal hin zur 3. Ich kann ja hier mal eben. Will nicht ausschließen, dass ich das übersehen habe. Ich glaube, ich war auch häufig im Dunkeln da. So wie jetzt auch. Dann machen wir das erstmal, weil das Beacon ist ja tatsächlich sehr wichtig. Deine Rettungskapsel fahren. Dort habe ich jetzt bei einem Wrack in der Nähe gefunden. Ach so. Gut. Dann. Doch in die Richtung. Machen wir den hier wieder aus. Vielleicht ja auch hier bei dem. Gibt es denn hier einen Wrack in der Nähe, das eingezeichnet ist? Nee. Ich habe ja auch hier zum Beispiel noch gar nicht erkundet. Ich bin ja sehr in diese. Mich hat es ja sehr in diese Richtung gezogen. Recht unscheinbar auf dem Boden. Hm. Das macht es natürlich wahrscheinlich, dass ich es übersehen habe. Dann können wir das Licht an- und ausmachen, okay. Oh, nur noch 96 Energie. Ups. Das macht ja richtig Matsch. Aber war denn jetzt hier? Hier ist unser Live-Pod. Ist denn hier in der Nähe? Ein Wrack? Ich
Strahlung registriert. Nicht gut. Hier vielleicht. Segelleiter. Ne, ich habe den Strahlenanzug nicht komplett an, weil das letzte Mal hieß, brauchst du erstmal nicht. Deswegen habe ich jetzt erstmal das Kreislauftauchgerät und der Helm ist auch in der Basis. Also hier ist nichts. Aber gut, das heißt, dann werde ich wohl die Helme beide mitschleppen müssen. Gucke ich nochmal bei dem. Ja, ja, in der Nähe der Absturzstelle. Nur bisher waren wir nicht in der Nähe der Absturzstelle. Moment, ist das das Richtige? Natürlich wieder nicht. Wie soll ich den denn noch? Gut, zur Not habe ich jetzt ja die Karte und ich habe mir jetzt ja auch gemerkt, wo das ungefähr ist, die Basis. Das sollte jetzt also eigentlich kein Problem mehr sein. Ich werde jetzt hier nochmal gucken und ansonsten dann halt erstmal nicht. Was ist das? Mobile Fahrzeugstation. Und hier. Segelleiter. Wo ging es rein? Oben ging es, glaube ich, rein. Nee. Hier ging es rein. Tja. Also hier drin ist auch nichts. Keine Ahnung. Dann muss es erstmal ohne Beacon gehen. Bisschen schade, dass er sowas Wichtiges dann jetzt sagt, dass man das finden muss. Ist nicht so ganz ideal. Dann fahren wir jetzt einmal zurück zur Basis, holen, kraften uns noch so eine Energiezelle. Wobei, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, weil ich nicht genug Kupfer habe. Und auf der Karte rechts von der Kapsel bei dem Wrack kann man das, glaube ich, finden. Hier und dann bei welchem Wrack? Bei dem? Bei dem? Oder bei dem? Bei dem wahrscheinlich. Dann fahren wir da nochmal hin. Also nochmal nach Osten. Aber das war ja eigentlich das, was ich vorhin gefunden habe. Da war ja nichts. Bei 97 Meter. Okay. Ach, den Strahlungshelm, na gut, dann erstmal zurück zur Basis.